Guten Abend, Mia. Die Geschichte, die ich heute vorlese, spielt mitten in der Nacht. Und sie ist von Ute Andresen. Was stimmt hier nicht? Irgendetwas stimmt hier nicht, murmelt Mama. Mitten in der Nacht sitzt sie steif im Bett. Mama ist wach, weil ein Krach sie geweckt hat. So ein Krach und mitten in der Nacht. Mama hat Angst. Ihr ist unheimlich. So unheimlich schaurig. So schaurig, sonderbar. Mama hat eine Gänsehaut. Woher kam denn dieser Krach mitten in der Nacht? Kam er aus dem Bad? Kam er aus dem Flur? Kam er von draußen aus dem Hof? Jetzt ist nichts mehr zu hören. Es ist totenstill im ganzen Haus. Leise, ganz leise, steht Mama auf und schaut aus dem Fenster in den Hof. Da ist nichts zu sehen. Nichts, nur das Mondlicht. Das hat den ganzen Hof voll Silber gegossen. Leise, ganz leise, schleicht Mama zur Tür, öffnet sie leise, leise und schaut in den Flur. Da ist nichts zu sehen. Nur die roten Stiefel von Julia liegen mitten im Flur. Mama hat kalte Füße. Sie würde so gerne wieder ins Bett schlüpfen, ins mollig warme Bett. Aber vorher muss sie wissen, woher der Krach kam, mitten in der Nacht. Leise, ganz leise geht Mama zum Bad. Die Tür steht offen. Auch im Bad ist nichts zu sehen, nur Silberlicht von dem Mond und die kleine Ente von Julia. Mama holt tief Luft. Aus der Küche! Bestimmt ist der Krach aus der Küche gekommen. Warum nur ist die Tür zur Küche heute zu? Sonst steht die Tür doch immer offen. Oh, das ist aber gruselig. Leise, ganz leise, drückt Mama die Klinke runter. Die Klinke quietscht. Leise, leise öffnet Mama die Tür zur Küche. Die Tür knarrt. Wer ist in der Küche? Wer? Mama hält die Luft an. Sie wagt es kaum, in die Küche zu blicken. Aber als sie es tut, ist da nichts zu sehen als Julias Katze. Die sitzt da und putzt sich. Warum tut sie das? Mitten in der Nacht. Sonst liegt sie doch um diese Zeit bei Julia im Bett und wärmt ihr die Füße. Ach so, sagt Mama, das konntest du nicht. Die Tür war zu. Und Mama streichelt die Katze. Die Katze schnurrt. Und jetzt auf einmal sieht Mama die blauen Scherben am Boden neben dem Tisch. Und da weiß sie, was für ein Krach das war, mitten in der Nacht. Mulle, Mulle, sagt Mama, wolltest du wieder Milch aus dem Topf schlecken? Und sie nimmt die Katze auf den Arm. So ein Schreck für Mulle, mitten in der Nacht. Und dann nimmt sie Jules Katze mit in ihr Bett, in ihr molliges Bett, und legt sie sich auf die Füße. Mulle ist warm und zufrieden. Jetzt ist nichts mehr zu hören im ganzen Haus. Nur die Katze, Mulle, schnurrt leise. Gute Nacht.